Ein Prosit auf den 40. Franka Dietsch, Athletin im allerbesten Alter. Letztes Jahr in Osaka. Die Neubrandenburgerin zeigt es allen, wie schon so oft. Weltmeisterin zum dritten Mal. Einmalig. Schon fantastisch. Eine Bilderbuchkarriere. Ganz früh, ganz oben. 1999 dann der erste ganz große Titel. Weltmeisterin. Franka Dietsch. Ein Star zum Anfassen. Alles scheint perfekt. Aber plötzlich kommt die ganz große Leere. Nichts geht mehr. 2003 und 2004 bin ich eben hingefahren und habe gedacht, du kannst das eh nicht mehr packen, den Anschluss hast du verloren. An die eigentliche Weltspitze. Zum ganz großen Sieg wird es wohl nicht mehr reichen. Und dann kamen wir auf die Idee, weil bei uns ja mehrere Sportler schon im Verein mit Psychologen oder mit Professor Neumann gerade zusammengearbeitet haben, dass auch ich das mal in Anspruch nehmen sollte. Kopfarbeit, negative Gedanken ausschalten. Das seelische Gleichgewicht jetzt genauso wichtig wie das Training mit Gewichten. Der Erfolg kehrt zurück. Franka Dietsch ist wieder oben. Der Diskus macht wieder das, was sie will. Jetzt fehlt nur noch eine Medaille in Peking als Krönung auf eine einmalige Karriere.